Im Süden Brandenburgs geschieht etwas Gigantisches. Aus einem ehemaligen Braunkohletagebau entsteht ein See der Superlative. Der Cottbusser Ostsee. Dreimal so groß wie der Berliner Müggelsee. Er soll den Weg in ein neues Zeitalter nach der Kohle in der Lausitz bereiten. Mit erneuerbaren Energien und Naherholung für die Menschen. Doch die Flutung mit Spreewasser kommt nur schleppend voran. Stabil geglaubte Ufer brechen ab und bremsen die Entwicklungspläne am See. Seit 2019 begleiten wir mit dieser Langzeitdokumentation die Entstehung des Sees östlich von Cottbus. So sah die Landschaft vor 4 Jahren aus. Der stillgelegte Tagebau Cottbus Nord mit seiner riesigen Innenkippe. Erdmassen, die über der Braunkohle lagen und abgetragen wurden. Eine Mondlandschaft, die sich verändern wird. Heute sind die Konturen des Sees schon zu erkennen. Das Wasser hat die Innenkippe erreicht und beginnt sie zu fluten. Ein Zwischenland entsteht, das von tausenden Wasservögeln erobert wird. Uferschwalben nisten an den Rändern. Wenn das Wasser weiter ansteigt, werden diese Orte verschwinden. Ein Vogelparadies auf Zeit. Die Natur passt sich dem Landschaftswandel immer wieder an. Ein Kommen und Gehen bedrohter Arten. Erste Inseln auf einer wachsenden Wasserfläche. Für den Seeadler ein attraktives Jagdrevier. Hier plant Cottbus ein Hafenquartier. Der neue See vor der Haustür wird die Stadt von Grund auf verändern. Es gibt sogar schon ein Hafenbüro. Eine private Initiative des Cottbusser Kaufmanns Rocco Schmidt. Er will Menschen für den neuen Ostsee begeistern und den See weit über die Grenzen Brandenburgs bekannt machen. Als Aushängeschild der Energiemetropole. Neugierige gibt es jede Menge. Unser Kapitän, ein Applaus an unseren Kapitän. Eine Gruppe schaut während ihrer Stadtführung hier rein. Aus Bergleuten werden in der Lausitz Seeleute. Die Hoffnungen sind groß. Von der Lage am Wasser erhofft sich Cottbus ein neues Image. Wir werden es doch mal irgendwann hinkriegen, dass wir hier einen Hafen bekommen. Ich gehe davon aus. Ja, weil es hat sich jetzt sozusagen zugetragen, dass aus einem ehemaligen Tagebau der größte künstlich angelegte Binnensee Deutschlands wird. Mit 19 Quadratkilometern. 2660 Fußballfelder. Ist der hier? Das ist Lobbe auf Rügen. Der selbsternannte Hafenmeister sammelt Ostseesand von der Küste. Das ist schon, Sand vom von dort haben die Gletscher der letzten Eiszeit auch Sand nach Cottbus geschoben. Und der Cottbusser Sand, das ist halt dieser, der hellste. Also feinsandig, also noch feiner wie der Ostseesand. Noch nicht abgetreten. Noch nicht abgetreten, noch nicht benutzt oder andere Sachen halt. Ne? Und das liegt natürlich daran, dass er hier zigtausende von Jahren halt verbuddelt war. Ne? Also können wir davon sagen, wir Cottbusser haben die Ostsee doch schon hier. Der Cottbusser Ostsee muss aber noch wachsen. Es ist Anfang Februar 2023. Der ehemalige Bergmann und Wasserexperte Ingolf Arnold verfolgt wie kein anderer die Flutung am See. Schon seit 9 Monaten gibt es kein Wasser aus der Spree, wegen Trockenheit. Erst jetzt wird der Hahn für die Flutung wieder aufgedreht. Ich habe gefiebert auf diesen Tag und am vergangenen Wochenende sind die Zielwasserstände erreicht worden. Ja, und so ist heute am 6. Februar wieder mal Flutungsstart. Und da freut man sich einfach.
Ankunft am Einlaufbauwerk. Das gehört dem Bergbauunternehmen LEAG, das für die Flutung verantwortlich ist. Das Wehr zum Hammergraben wird geöffnet. Von dort laufen jetzt mehr als ein Kubikmeter Spreewasser pro Sekunde in den Cottbusser Ostsee. Eigentlich sind die Wintermonate die beste Zeit für eine Flutung. Doch der Herbst 2022 war so trocken, dass erst im Februar wieder genug Spreewasser vorhanden ist. So spät wie noch nie. Also doch schon ganz ordentlich. Es würde sogar noch fünfmal so viel laufen wie heute. Aber da müsste die Spree schon ordentlich angeschwollen sein. Das geht nur bei einer großen Schneeschmelze oder eben bei starken Niederschlägen über viele Tage hinweg. Die Lausitz gehört zu den trockensten Regionen Deutschlands. Seit Jahren tobt ein Verteilungskampf um das wenige Wasser der Spree. Großstädte wie Cottbus und Berlin müssen versorgt werden. Auch der Spreewald braucht Wasser, die Landwirtschaft und die vielen anderen Bergbaufolgeseen im Lausitzer Seenland. Es gibt Spreewasser auf Zuteilung. Die Flutung des Ostsees mit seiner gigantischen Wasserfläche stellt Südbrandenburg vor enorme Herausforderungen. Immer wieder wird die Flutung gestoppt und wieder gestartet. Und die Zahl der Skeptiker wächst. Die befürchten, dass das Wasser auf Dauer nicht reichen wird. Ingolf Arnold hofft auf den Erfolg des Cottbusser Ostsees. Schließlich hat er als ehemaliger Chefgeologe des Bergbauunternehmens LEAG den See mitgeplant. Hier Aufnahmen aus dem Jahr 2019, als Ingolf Arnold für die Sanierung der Innenkippe und die Ufergestaltung verantwortlich ist. Damals glaubt er noch daran, dass der See bis 2025 vollständig geflutet ist. Ich glaube es inzwischen nicht mehr. Es wird wohl noch ein Jahr drangehangen werden, vielleicht sogar zwei Jahre. Denn diese vier trockenen Jahre, 18, 19, 20 und jetzt 22, haben doch, oder die Wirkungen sind doch schon sehr stark. Wir sind am Nordufer des Sees. Die Märzsonne scheint und Teichlands Bürgermeister Harald Grober macht einen ersten Strandspaziergang. Dass die Flutung wieder läuft, lässt ihn träumen. Wir sehen ja jetzt herrliche Sonne, heute sogar noch windstill dazu. Und was fehlen uns noch? 4 Meter vielleicht, bis wir dann wirklich vielleicht das erste Wasser im Hafenbecken haben oder sichtbar wird. Teichland hat als erste Gemeinde am See 2022 einen Sportboothafen gebaut. Für 100 Liegeplätze. Ein Kraftakt für die kleine Gemeinde, die 10 Millionen Euro inklusive Fördermittel investiert hat. Nach nur 9 Monaten Bauzeit können die Teichländer das Hafenbecken, noch ohne Wasser, in Besitz nehmen. Es ist ein gutes Projekt für unsere Gegend. Wir haben nicht nur ein bisschen Wasser, wir haben dann auch Spaß. Wir haben sicherlich Arbeitsplätze, um was es hier immer geht. Ich kenne das ganze Gebiet noch früher vom Tagebau her. Bin selber jahrelang im Kraftwerk gearbeitet. Kenne noch den Bagger, der hier unten gestanden hat mal. Und jetzt ist das plötzlich ein ganz anderes Bild, was man jetzt sieht. Super, das wird richtig wichtig. Es wird ein Anziehungspunkt und das ist eigentlich cool, also was wir hier überhaupt alles schaffen, also was unsere Gemeinde schafft. Teichland hat viel vor. Am Hafen sollen Wohnhäuser entstehen. Ein Campingplatz mit Strand. Ein Uferrundweg ist geplant. Alle warten aufs Wasser. Wenn es zügiger gehen würde, wäre es schon in unserem Interesse. Und umso eher die Flutung abgeschlossen ist und Stabilität mit dem Wasserkörper sozusagen oder mit dem Seekörper hergestellt ist und wir weiter planen und bauen können, ja, das ist immer positiv. Und jedes Jahr, mit dem es später in Betrieb gehen kann, kostet nun mal Geld. Unweit des Hafens tut sich für Teichland eine neue Baustelle auf. Seit 2022 verändert sich völlig unerwartet das Ufer.
Noch ist es Sperrgebiet. Deshalb macht sich Bürgermeister Harald Gruber mithilfe einer Drohnenkamera ein Bild vom Geschehen. Die Uferlinie ist nicht mehr gerade, sondern gleicht an vielen Stellen einer Wellenlinie. Ich bin beunruhigt dadurch, dass die Böschungen eben nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Wir haben Böschungsanormalitäten und bis jetzt wissen wir nicht, wie die korrigiert werden können. Gibt es Eingriffe, die ins Hinterland gehen? Beeinflussen die den Rundweg? Passt das alles noch? Wind und Wellenschlag nagen am Ufer. Es entstehen steile Kliffkanten. Harald Gruber befürchtet, dass das Wasser dort immer leichter angreifen kann. Die Böschung hat hier vielleicht mal begonnen und ist damit, hier sieht man es ja, die Linie so ungefähr, und ist damit erodiert. Nicht. Hier sieht man es auch schön, hier ist alles stabil. Und dann geht es hier mit den erodierenden Bereichen los. Harald Gruber schreibt ans Bergamt. Von der LEAG zu diesem Zeitpunkt kein Wort dazu. Ob das Bergamt in dem Fall überhaupt helfen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was angeschoben habe. Genau auf der gegenüberliegenden Seite des Sees sind die Probleme noch größer. In dem Dorf Schlichow, einem Stadtteil von Cottbus, sind sanierte Uferbereiche abgebrochen, die als standsicher galten. Sogar die Fachleute des Bergbauunternehmens LEAG sind völlig überrascht. Und die Einwohner besorgt. Allen voran das Ehepaar Sidon. Sie engagieren sich seit Jahren dafür, dass Schlichow zu einem richtigen Ostseedorf wird und träumen von einer Zukunft am See. Zu ihren Plänen gehörte bisher ein ehemaliger Lärmschutzdamm. Der trennte Schlichow einst vom Tagebau und hatte sich zur Naturoase entwickelt. Doch dort wird Anfang des Jahres alles abgeholzt. Schade, schade, dass alles wegkommt. Weil wir uns was anderes vorgestellt hatten, ne? Und das ist nun mal so, wenn es dann, und wir haben ja viel Mühe reingesteckt, 20 Jahre, um das zu erhalten, zu pflegen, dass es schön aussieht. Das ist natürlich nicht mehr schön, wenn's, wie man es jetzt sieht, ne? Der Damm soll ins Wasser geschoben werden, um mit dem Erdreich die abgebrochenen Ufer aufzufüllen und zu sanieren. Natur spielt keine Rolle. Hier gilt Bergrecht. Der verantwortliche Geotechniker Thomas Koch auf dem Weg zur Abbruchkante. Die Schäden der Rutschung müssen schnell repariert werden, damit das ansteigende Wasser nicht noch mehr vom Ufer wegspült. Das Unternehmen muss stabile Ufer am See garantieren und alle Risiken ausschließen. Das sind Uferbereiche in den See hineingerutscht. Und die müssen wir nach unserem Abschlussbetriebsplan so wiederherstellen, dass wir die alte Seelinie, Uferlinie wiederherstellen. Den größten Rutschungskessel, den sehen Sie da vorn, der hat ungefähr eine Rückgriffsweite von ca. 50 Metern. Und den werden wir auch als erstes mit den Massen beginnen aufzufüllen. Der liebgewonnene Lärmschutzdamm wird dann komplett verschwunden sein. Bei den Schlichowern ist es so, dass die natürlich auch ein Stück weit für den Erhalt dieses Dammes waren. Wir an unserem Abschlussbetriebsplan aber auch aufgefordert sind, diesen Damm hier entsprechend zurückzubauen. Und da gibt es geteilte Lager. Wir haben das in der Einwohnerversammlung hier kommuniziert. Und ich denke, dass auch die Schlichower ein Einsehen haben mit dieser Maßnahme. Viele Schlichower sehen das anders. Sie verlieren mit dem Damm nicht nur ein wertvolles Biotop, sondern auch einen Aussichtspunkt. Das Tor zum Ostsee. Das Schild stand schon, aber sie mussten es wegen der Rutschung wieder abbauen. Ein Bild aus hoffnungsvolleren Tagen. Hier dieser Blick, das war das letzte Mal, wo wir dann oben stehen durften. Wenn die Schlichower an ihren künftigen See gehen, dann weicht die Euphorie einer gewissen Skepsis. Nach all den Jahren müssen sie neue Pläne fürs Ostseeufer schmieden.
wie viel Mitspracherecht hat Schliche überhaupt? Ja, du kannst eine Idee äußern, wird die umgesetzt, sind da andere Interessen aus anderen Richtungen zu berücksichtigen? Wir können zwar unsere Vorschläge durchaus einbringen. Also ich denke mal, dass das nicht so extrem ist. Als wir die Ideen für den Damm entwickelt hatten, hatte der LEAG ja dann auch diese Pläne vorgestellt. Da gab es ja dann 5 Varianten und da haben sie sich auch auf die Option eingelassen, dass wir eine von diesen Varianten favorisieren als Stichau und diese dann gesagt, die setzen wir um. Warum soll das nicht jetzt hier genauso passieren? Wir sagen, wir wollen da eine große Platz haben, gebt euch mal ein bisschen Mühe, macht das mal schön. Einfach mal ein bisschen spinnen, sonst wird es ja nichts. Ne? Wie weiter in Schlichau? Im Frühling ist das künftige Ostseedorf Treffpunkt für einen Seegang. Diese regelmäßigen Exkursionen am Ostsee hat Christine Sidon ins Leben gerufen. Die Rutschungen am See, das beherrschende Thema. Ich erwarte, dass uns die Experten ein paar aktuelle Informationen geben. Denn man erfährt ja sonst kaum etwas, was hier am See passiert. Viele Ostseeanrainer wollen endlich wissen, warum die Ufer in Bewegung geraten und wie das zu stoppen ist. LEAG-Mitarbeiter Carsten Schmiel versucht zu erklären. Hintergrund ist, dass sich sozusagen zwei Teilbecken miteinander verbunden haben. Dadurch ein schneller Wasseranstieg hier in dem Bereich passiert ist, der wiederum Druck auf das Umland ausgeübt hat. Also Sie müssen sich vorstellen, dass sozusagen das Wasser die Luft in das Gebirge drückt, dass die Luft irgendwo hin muss, ist, denke ich, auch jedem klar. Und die ist dann letztendlich nach oben entwichen. Und das hat zu den Abbrüchen geführt. Wie schnell können die saniert werden? Also ich hatte ja gesagt, wir brauchen sämtliche Massen des Dammes. Das ist so, das haben wir auch mehrfach nochmal nachgerechnet. Und werden sozusagen die restlichen Bäume, die noch stehen, in der nächsten Holzungsperiode dann auch holzen. Viele Menschen sind beunruhigt. Wird es weitere Rutschungen geben? Und lässt sich so eine gewaltige Landschaftsbaustelle überhaupt beherrschen? So ein Ereignis, das ist ausgeschlossen künftig. Was immer wieder passieren kann, ist, wenn die Flutung nicht schnell genug geht oder wenn wieder angehalten wird, weil die Spree zu wenig Wasser führt, dass man durch Wellenschlag immer wieder so einen kleinen Flächenfraß hat. Nur wenige Wochen später, im Mai 2023, rutscht das nächste Ufer bei Schlichau. Es besteht Lebensgefahr. Jetzt können nur noch die Vögel die abgebrochenen Ufer in Besitz nehmen. Der farbenfrohe Bienenfresser liebt Abbruchkanten zum Brüten. Eine ganze Vogelkolonie zieht dieses Jahr am Cottbusser Ostsee ihre Jungen auf. Der Landschaftswandel ist in vollem Gange. Es ist ruhig, man sieht das Wasser, man könnte träumen. Ja, das ist der schönste Platz eigentlich hier. Wo die Natur sich eine stillgelegte Tagebaulandschaft zurückerobert, gab es früher auch Dörfer. Wie Klein-Lieskow. Eine von 7 Ortschaften, die dem Tagebau Cottbus Nord weichen mussten. Auch ein Ortsteil von Schlichau wurde abgebaggert. Christine Sidon hat dazu eine Broschüre geschrieben. Sie will damit erinnern, welche Opfer die Energiepolitik der DDR den Menschen hier abverlangte. Ich finde, diese Rückbesinnung ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil. Dort, wo man herkommt, das darf man nicht vergessen. Und dass die Leute schwer gearbeitet haben und dann ihr Zuhause verloren haben, ein bisschen Mitgefühl, das ist das, was mir eigentlich in der jetzigen Gesellschaft fehlt. Deshalb ist den Ostseeanrainern die Erinnerung an die abgebaggerten Dörfer wichtig. Es gibt verschiedene Gedenkorte rund um den See, auch in Lakoma. René Schuster vom Umweltverband Grüne Liga ist seit Jahrzehnten der engagierteste Gegner der Braunkohle in Südbrandenburg. In Lakoma, wo die Kreuze stehen, hat er bis zur Abbaggerung selbst gewohnt. 1999 wurde das zuletzt besetzte Dorf auf Betreiben des Bergbaus mit Polizeigewalt geräumt. René Schuster meidet deshalb diesen Ort. Wo einst das Dorf war, steht nun das Einlaufbauwerk fürs Spreewasser.
René Schuster ist kein Freund des Ostsees. Die Umweltverbände hatten eine kleinere Wasserfläche gefordert. Sie fürchten, dass das Spreewasser niemals reichen wird. Schuster kritisiert die Flutung der Innenkeppe. Dadurch entsteht ein riesiger Flachwasserbereich, wo viel Wasser verdunsten wird. Solche Wasserflächen kann sich die Trockene Lausitz eigentlich nicht leisten. Die Planungen für die Bergbaufolgelandschaft wirken auf uns schon immer so, als ob sie möglichst preiswert sein sollen. Denn diese riesigen Seen bedeuten ja eigentlich, dass da jemand nicht bezahlen will, noch einmal Boden zu bewegen. Nur so viel Boden zu bewegen, wie es für die Kohleförderung nötig ist. Und ob das für das Allgemeinwohl die beste Lösung ist, ist schon immer eine ganz andere Frage. Die Lea hofft auf eine ganz andere Idee. Könnte man nicht bei Dresden die Elbe anzapfen, um die künftigen Tagebauseen am Leben zu halten? Dazu müsste dort Wasser einen Berg hochgepumpt und dann über Kanäle nach Bautzen in Richtung Spree gebracht werden. Die Elbe leidet allerdings selbst unter Trockenheit. Deshalb sollen die Talsperren und Tagebauseen in der Lausitz in Regenzeiten Wasser speichern und bei Dürre in die Spree wieder abgeben. Diese Rolle wird nun auch dem Cottbusser Ostsee zugedacht. So hofft man, den Wasserhaushalt in der Lausitz zu stabilisieren. Der Wasserspiegel des Ostsees würde, je nach Jahreszeit, um einen Meter schwanken. Da die Innenkippe ein Flachwasserbereich wird, besteht die Gefahr, dass sie in Trockenzeiten verschlammt. Auch die Spree und der Spreewald würden also mit Elbwasser, das in Tagebauseen gespeichert wird, am Leben gehalten. Der Bergbau hätte sein Wasserproblem wieder einmal auf Kosten des Steuerzahlers gelöst. Die LEAG möchte mit Elbewasser praktisch ihre Tagebauseen fluten und möchte Sicherheit für die Nachnutzung ihrer Kraftwerksstandorte, was die Wasserversorgung angeht. Und sie versucht, diese Dinge anderen Wassernutzern im Spreegebiet in die Schuhe zu schieben. Gewinne möchte die LEAG jedoch behalten. Große Flächen für erneuerbare Energien werden am Seeufer geplant. Riesige Windparks sind aber nicht das, was sich die Dörfer am See unter Naherholung vorstellen. Nicht alle sind begeistert von der Energieerzeugung am Cottbusser Ostsee. Man hat aber lange Zeit versucht, den Leuten das Blaue vom Himmel zu versprechen. Also dieses der Ostsee als großes Strukturwandelprojekt und übermorgen geht es los und einen Tag später könnt ihr baden oder so. Diese Stimmung wurde ja auch gezielt erzeugt, um eine gewisse Bergbaubegeisterung beizubehalten oder warum auch immer. Und das war offensichtlich nicht ehrlich. In Cottbus bekommt die Bergbaubegeisterung im Frühjahr ebenfalls einen Dämpfer. Auch an der Seepromenade sind Uferbereiche abgerutscht. Zunächst stabilisiert die Stadt den Bereich provisorisch. Aber trotzdem gefährdet dieses Problem das Projekt. Die Flutung muss drastisch reduziert werden, obwohl genug Wasser da ist. Denn die Standsicherheit der Kaimauer ist in Gefahr. Im Rathaus wird die Gefahr erkannt. Oberbürgermeister Tobias Schick fordert eine schnelle Lösung. Weil das Seeufer mittlerweile der Stadt gehört, muss sich Cottbus plötzlich mit Bergbausanierung herumschlagen. Die LEAG sieht sich hier nicht mehr in der Verantwortung. Das Bauamt muss einspringen. Wir haben sukzessive jetzt in diesem Bereich mit einem Seilzugbagger Wasserbausteine eingebracht. Es war nicht so einfach, wie man sich das immer denkt. Wir schütten da mal eine Fuhre Sand rein, sondern es ist wirklich, dass dort Standsicherheitsproblematiken zu beachten sind, dass wir dort Sicherheitsbereiche haben, die nicht betreten werden dürfen, dass wir dort Artenschutzproblematik beachten müssen. Es ist ja gar nicht so einfach, einen Seilzugbagger zu bekommen und Wasserbausteine. Ja? Also das stellt man sich vor, man geht da irgendwo hin oder man schreibt aus und bestellt und dann kommt das Zeug. Ne? Den einzigen, den es hier gab, der war, gehörte der LEAG, die brauchten den selber, einschließlich Fahrer. Der Stadt gelingt es in einem Kraftakt, innerhalb weniger Wochen das Problem zu lösen. Schweres Gerät wird aufgefahren. Das Wichtigste, die Flutung muss nicht, wie befürchtet, über Monate unterbrochen werden.
Jetzt muss das Wasser fließen und möglichst gleichmäßig und immer wieder. Das können wir nur bedingt beeinflussen. Deshalb wissen wir, ich bleibe dabei, bei so einem großen Projekt hoffentlich nicht viele Überraschungen, aber die ein oder andere Herausforderung werden wir an der Stelle wahrscheinlich auch noch meistern müssen. Das ist uns bewusst. In Cottbus gilt es als große Chance, dass die Großstadt einen See bekommt. Am Hafenquartier hängen viele Erwartungen. Keine Villen mit Seeblick oder Ferienhäuser, sondern Hotels. Mehrgeschossige Bürohäuser und Wohnungen sollen eine junge und zahlungskräftige Klientel ins Hafenviertel locken. Es gibt sogar detaillierte Pläne für tausende Neubürger, die aus Berlin oder Sachsen nach Cottbus ziehen sollen. Von der Vergangenheit als Energieregion will sich die Lausitz dennoch nicht verabschieden. Das Bergbauunternehmen LEAG setzt nun ganz auf erneuerbare Energien im großen Maßstab. Ein letztes Mal fahren geladene Gäste auf den künftigen Seegrund in den ehemaligen Tagebau. Die Zeit drängt, denn auch dieser Bereich sollte eigentlich schon in Sichtweite des Wassers sein. Hier entsteht Deutschlands größte schwimmende Solaranlage auf einer Fläche so groß wie 22 Fußballfelder. 1600 Meter vom Nordufer entfernt. 34 Deiben, die man eher von Hafenanlagen an der Küste kennt, sollen die Photovoltaikanlage fixieren. Für das Bergbauunternehmen keine große Herausforderung. Mit schwerem Gerät kennt man sich aus. Die Stadt Cottbus unterstützt das Riesenprojekt und hat es in kürzester Zeit genehmigt. Wir waren immer eine Energieregion, wir waren eine Stadt der Energie und wir wollen das auch in Zukunft sein. Und Sie sehen mit dieser Fläche, ein ehemaliger Tagebau, das ist Tatsache Strukturwandel, das ist Transformation. Wird das jetzt Wirklichkeit und das geht hier in Cottbus los. Und deshalb freue ich mich. Die Gemeinde Teichland freut sich keineswegs und kritisiert die Nähe zu ihrem Hafen, hält das Ganze für eine Nummer zu groß. Das sind neue Techniken, das kennen die Menschen nicht. Deshalb gibt es immer eine Skepsis und dieser Skepsis muss man mit vielen Informationen entgegenkommen und aufklären. Und am Ende natürlich Teilhabe. Und Teilhabe bedeutet grüner Strom hier in der Region für uns alle. Die Energieerzeugung soll weiterhin ein gutes Geschäft bleiben, das Arbeit und Gewinne in die Region bringt. Außerdem will die Stadt Cottbus eine riesige Wärmepumpe im Ostsee bauen lassen, um die Stadt von fossilen Energieträgern komplett unabhängig zu machen. Anfangs sollte der Cottbuser Ostsee der Naherholung dienen. Neuerdings wird er für alle Arten von erneuerbaren Energien in den Blick genommen. Doch bis es Ostseeenergie gibt, braucht man erst einmal das Wasser. Ingolf Arnold ist ebenfalls auf dem Seegrund. Und es gibt ein Abschiedsfoto. Wir sehen ja schon ringsherum das Wasser. Also es sind im Prinzip noch 1,6, 1,7 Meter, also unsere Körperhöhe ungefähr. Und dann strömt das Wasser langsam über die Fläche. Also es wird Zeit, dass man hier zu Ende kommt mit der Baumaßnahme. Zeitdruck spürt man auch im Braunkohlenausschuss. Hier werden zwischen der LEAG und den Gemeinden Probleme verhandelt. Das Unternehmen plant dutzendfach Anlagen für erneuerbare Energien. Gemeindevertreter fühlen sich oft zu wenig einbezogen. Und angesichts der Begeisterung für grüne Energien fürchtet René Schuster, dass sich die LEAG für die Bergbaualtlasten eines Tages nicht mehr zuständig fühlt. Vor allem, wenn es kompliziert wird. Wir sehen ja gerade in Cottbus Nord, was passiert, wenn man nicht schnell fluten kann. Dann muss man nämlich fertige Ufer noch mal nachsanieren im schlimmsten Fall. Und das möchte man natürlich gern vermeiden. Das ist ja nicht schlecht, wenn die Seen geflutet werden, nur da gibt es einen Verursacher für diese Seen und der muss zur Verantwortung gezogen werden. Bergrechtlich ist die LEAG deshalb in der Pflicht. Aber was passiert, wenn die Sanierung über Jahrzehnte aus dem Ruder läuft? Es geht um Milliardenbeträge.
Ich persönlich kann mir ganz schlecht vorstellen, dass ein privates Unternehmen eines ausländischen Milliardärs das richtige Konstrukt ist, um Folgekosten für 150 Jahre zu sichern. Die Politik muss jetzt, solange noch Kohle gefördert wird und solange mit dieser Kohle auch Geld verdient wird, sich um die Folgelösungen kümmern. Das heißt, entweder Sicherheitsleistungen anordnen oder die ganze sämtliche Unternehmenswerte der LEAG eben in eine öffentliche Stiftung überführen, die dann diese Folgekosten bestreiten kann. Denn wir reden da von Folgekosten, die weit ins 22. Jahrhundert reinreichen. Der Großräschner See, knapp 40 Kilometer südlich vom Ostsee, zeigt die Schwierigkeiten. Eine internationale Bauausstellung wurde einst ins Leben gerufen, um ein Freizeitparadies zu entwerfen. Gebäude und Hafen sind seit Jahren fertig. Aber der Bergbau-Folgesee ist gesperrt, weil der Wasserstand zu niedrig ist. Die Ufer sind nicht sicher. Ein Boot auf dem Trockenen lockt aber trotzdem einen Interessenten. So, das ist also das gute Stück, was aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden könnte. Genau, steht jetzt hier. Leider, muss man sagen, ist ja im Hamburger Hafen mal gebaut worden, 1936. Hat dann 70 Jahre lang am Kochelsee gefahren, in Bayern. Und ja, dann haben wir damals gesagt, okay, wir könnten auch die Fahrgastschifffahrt hier am Großräschener See beginnen. Haben es dann noch 2019 gemacht. Erfolgreich. Wir haben es einmal auf links gedreht, auch wenn man es von außen nicht sieht. Technisch auf tatsächlich neuestem Stand. Ja. Es muss immer ein Kapitän an Bord sein und ein Matrose. Ein richtiger Kapitän? Ein richtiger Kapitän. Ja. Mit Schifffahrtspatent. Und, genau. Aber außer wenn es an Land stehen würde, da kann auch... Dann reicht es, wenn man ein Barpatent hat, genau. Sehr gut. Das ist immer so eine, dass das jeder da die wilde Ilse hier auf absehbare Zeit nicht ins Wasser kommt, soll sie nun eine neue Heimat kriegen. Hafenkapitän Rocco Schmidt überlegt, sie ans Ostseeufer zu bringen, als Dependance seines Hafenbüros. So. Und die Leiter könnte ein bisschen größer sein für mich, aber es geht so. Ach. Vorsicht, Kopf einziehen, ich habe es vergessen zu sagen. Ja. Ja, wie gesagt, es stand jetzt leider 2 Jahre, deswegen die Spinnen fühlen sich gerade ein bisschen wohl, aber... Hey, ist ja genau. Wirklich geil. Von solchen Rückschlägen im Lausitzer Seenland lässt sich der Hafenkapitän nicht entmutigen. Aber dass der Motor der wilden Ilse in absehbarer Zeit gestartet werden kann, glaubt auch er nicht. Wenn es jetzt das Thema wirklich Cottbusser Ostsee wird, dann wird es halt dann die nächsten Jahre erstmal nur am Wasser stehen. Aber ja. Da bin ich dann halt auch am Gucken, dann am Rühren, wo der beste Standort ist, dass auch halt von der Sicherheit her nichts passiert, weil ich denke mal, das ist ja auch hier nicht einbruchsicheres Glas. Ne? Richtig. Das kann man auch von außen aufschieben. Also wie man das dann alles gelöst bekommt, ist aber ein Thema, wo ich sage, genau. Heute gucken, ein Gefühl dafür aufbauen und ich bin auf alle Fälle schon mal angetan. Hier könnte die wilde Ilse mal stehen. Aber die Aussichten auf Wasser sind auch Anfang Juni 2023 wieder schlecht. Es herrscht monatelang Ebbe am Ostsee. Die Flutung gestoppt. Die Nerven liegen blank. Teichlands Bürgermeister Harald Grober im trockenen Hafenbecken. Dass dieses Jahr sogar die Flutung gestoppt wurde, obwohl genügend Wasser da war, ärgert ihn. Es gab ja geotechnische Probleme mit der Stabilisierung beim Linienverbau auf der Cottbusser Seite. Natürlich ist es traurig, es stand sehr viel Wasser zur Verfügung. Wir hätten da, denke ich mal, gut fluten können. Aber es ist nun ganz einfach so. Die langsame Flutung begünstigt die Ufererosionen. Im Juni 2023 bekommt Teichlands Bürgermeister Harald Grober Post vom Bergamt dazu. Ja, die Antwort ist, dass gemeinsam mit der LEAG gegen diese Probleme angegangen wird. Und konkreter wissen wir es noch nicht. Also das Problem ist da. Diese Kliffbildung gibt es mittlerweile kilometerweit am nordwestlichen Teil des Sees. Harald Grober befürchtet, dass sich die Uferlinie ins Landinnere verschiebt und Planungen der Gemeinde Teichland gefährdet. Es ist nur schade, dass Unruhe auftritt und die Maßnahmen, die man sich eigentlich so erträumt hat, den Fortschritt,
diesen positiven Fortschritt hin zum Tourismus, hin zum Cottbuser Ostsee, durch so eine Probleme belastet sind. Im Frühsommer 2023 beginnt die LEAG, die erodierten Ufer zu reparieren. Monatelang arbeitet sich ein Langarmbagger um den See. Er schüttet Sand auf, um eine neue Uferlinie herzustellen. Diese massiven Probleme haben die LEAG überrascht. Bis zu 20 Meter ins Landinnere betragen die Bodenverluste durch Kliffbildung. Was wir jetzt machen, das ist Folgendes. Wir kappen diese steilen Kanten und lassen die nach hinten leichter auslaufen, sodass wir Wind und Welle weniger Angriffsmöglichkeiten bieten. Und da können wir dann den Teichländern auch die Angst und Sorge nehmen, dass sich eben das Ufer nach hinten verschiebt. Und genau dafür ist es da. Das Landesbergamt empfiehlt künftig eine 50 bis 75 Meter breite Sicherheitszone um den See. Die sollte nicht bebaut werden, falls Ufer wieder abbrechen. Damit hat keiner der Ostseeanrainer gerechnet. Harald Grober fordert, an den ursprünglich geplanten Uferlinien festzuhalten. Im Moment fehlen uns die Informationen dazu, dass die Böschung auf Dauer stabil ist. Gerade in dem Bereich soll später mal ein Campingplatz entstehen. Ja, und vielleicht auch ein kleiner Strand. Also das sind im Hinterkopf so eine Gedanken, die wir haben. Wie viel können wir von unserem Konzept umsetzen und wie viel eben nicht? Und dazu brauchten wir so ein bisschen mehr Sicherheit, die uns im Moment fehlt. Wir geben ja Geld für solche Sachen aus und das soll nicht umsonst sein. Die Gemeinde Teichland hat viel in ihre Zukunft am See investiert. Im Juni 2023 eröffnet Bürgermeister Harald Grober einen essbaren Wildpflanzenpark, den die Gemeinde entlang ihrer Seeachse geschaffen hat. Wir haben ja die Seeachse bei Zeiten schon gebaut. Ein Teil ist fertig, der Abschnitt 1. Der Abschnitt 2 wird später mal bis zum Seehafen Teichland, Sportboothafen, führen und soll die Verbindung zwischen Hafen und Erlebnispark darstellen. Seit 2008 gibt es diesen Erlebnispark in Teichland. Vom Aussichtsturm führt jetzt ein fast 4 Kilometer langer Themenweg mit den essbaren Wildpflanzen zum künftigen Sportboothafen. Mit einer kleinen Exkursion wird der Weg feierlich eingeweiht. Ja, das erinnert einen schon so ein bisschen an die Kindheit. Was kann man dann von einer Pflanze essen? Viele wissen so in unserem Alter, dass man aus Holunder Sekt machen kann, aber was nimmt man denn dazu und zu welcher Reifezeit? Und das ist bei vielen Sachen. So was kann man dann essen. Wo isst man das Blatt, wo isst man die Blüte, wo isst man Teil der Wurzel? Das ist hier zum Teil zu erfahren. Um noch mehr Erlebnisse am Ostsee zu bieten, haben die Teichländer viel ehrenamtliche Arbeit in ihren Park gesteckt. Mit einer Wildkräuterwiese, einem Bärengarten oder einem Nusshain. Essbare Wildpflanzen haben was mit gesunder Ernährung zu tun. Das hat einen Erlebnischarakter, das hat eine Abenteuerkomponente. Daher passt das sehr schön zu einem Erlebnispark. Und dort kannst du die Menschen bekannt machen mit dem, was vor ihrer Nase kostenlos, superfoodmäßig quasi wächst. Auch entlang der Seeachse gibt es Kräutergärten und Wildfruchthecken. Und was kann man aus den essbaren Wildpflanzen machen? Ein buntes Buffet lädt zum Verkosten und Nachmachen ein. Eine gelungene Einweihung des neuen Themenweges hin zum Ostsee für echte Gourmets. Kartoffelsuppe kenne ich von Kindesbeinen an. Aber ehrlich gesagt, wir haben die nie mit Brennnesseln gemacht. Wiener Würstchen kennen Sie sicherlich alle. Die verfeinern den Geschmack dann noch ein klein wenig. Machen Sie doch. Richtig schön werden die Feiern natürlich erst dann, wenn der See fertig ist. Es ist Ende September geworden. Tachchen. Willkommen wieder an Bord. Ja. Rocco Schmidt und Ingolf Arnold vom Ostseeförderverein lassen im Hafenbüro das Jahr Revue passieren. Natürlich ist auch die wilde Ilse ein Thema. Und damit die Frage, wann ist der Ostsee voll? Der Wasserexperte Ingolf Arnold hat die Situation im Spree-Einzugsgebiet im Blick. Das eher feuchte Frühjahr hat dem Ostsee kaum geholfen. Und dann führte die Spree zu wenig Wasser. Es fehlen noch 4 Meter Wasserstand. Mhm.
Und ich sag mal so mutig, pro Jahr ein Meter. Und da sind wir bei 4 Jahren. Und da sind wir beim Jahr 2027. Dass wir, glaube ich, einen stabilen Wasserstand haben, der das untere Stauziel nicht unterschreitet mehr. Hm. Also 2027 ist ja dann doch 2 Jahre weiter, wie die LEAG ja selber das propagiert. Ja, aber die LEAG propagiert. Sie hat Szenarien gerechnet und was wissen wir, wie das Wetter ist. Land Brandenburg. Ein schwacher Trost bleibt. Der Ostsee würde sich ohne Flutung auch aus eigener Kraft mit Grundwasser füllen. Ja, ich bringe ja immer das Argument, dass der See im Urstromtal liegt. Und das Urstromtal wird immer wieder voll. Ja. Versuch mal an der Ostsee am Strand mit der kleinen Schippe ein Loch zu buddeln. Mhm. Sobald du auf das Wasser kommst, kommst du nicht weiter. Das kommt dir immer wieder entgegen. Mhm. Das kommt immer wieder entgegen und das Wasser steigt. Würde also ohne Flutung sicherlich die doppelte Zeit noch brauchen. Mhm. Also es wären dann 8 Jahre. Aber der Wasserspiegel, der steigt wieder so hoch, bis er am tiefsten Geländepunkt, und der ist unter einer plus 62, einfach oben ausschaut. Das hätte allerdings fatale Folgen. In diesem Fall würde aufsteigendes Grundwasser Eisen und Schwefel in den Badesee spülen. Das lagert in der Lausitz im Untergrund. Deshalb ist es so wichtig, dass der See frisches Wasser aus der Spree bekommt. Wenn man nichts tut und das einfach so laufen lässt, wird die Spree in 20, 30 Jahren kollabieren. Kollabieren heißt, sie wird auf längeren Strecken trocken fallen. Also muss man was tun. Da gibt es 2 Dinge. In wasserreichen Zeiten und über den Winter gibt es immer mal wieder mehr Wasser, als man braucht. Speichern, speichern, speichern. Und da muss man neue Speicher bauen. Das könnte zum Beispiel der Cottbuser Ostsee sein. Und vorhandene ertüchtigen. Zur selben Zeit in Schlichow. Das ganze Jahr über haben hier alle gehofft, dass die großen Uferrutschungen repariert werden. Jetzt hat die LEAG auf einer Einwohnerversammlung bekannt gegeben, dass es erst 2024 losgehen wird. Ja, wir hätten uns schon gewünscht, dass es im Dienstag schon passiert. Aber durch diese neue Rutschung, die aufgetreten ist, stehen sie ja vor ganz neuen Herausforderungen. Aber wir sind froh, dass die LEAG überhaupt diese Aufklärungsmachen gemacht hat, dass also nicht die Gerüchteküche ständig kocht. Wir sind schon optimistisch, dass es jetzt endlich losgeht. Vor allen Dingen, das ist ja eine Stagnation. Keiner geht mehr bis hinter zu dem Damm, weil man nicht mehr auf den See schauen kann. Also die Attraktivität dieses Gebietes hier, die ist völlig gleich null. Jeder Spaziergang endet am Sperrzaun, da weiterhin Lebensgefahr durch die Rutschungen besteht. Mit den Erdmassen des ehemaligen Lärmschutzdammes sollen die riesigen Löcher dann 2024 endlich gefüllt werden. Die Ostseeanrainer werden auf eine harte Probe gestellt. Bei Familie Sidon ist doch noch Zuversicht geblieben und die Freude über die neue Vogelwelt am See. Ein besonderes Highlight ist der Wiedehopf, der am Rande von Schlichow brütet. Natur ist immer schön. Und je mehr Tiere hier sind, umso schöner ist es. Und wenn man abends beispielsweise die Wildgänse rüberfliegen sieht in ihren Formationen und dazu die Geräusche, das gibt irgendwie so ein Gefühl der Freiheit. Ich habe gestern einen Seeadler bei uns gesehen, hier übers Dorf fliegen. Ein richtiger, großer Seeadler. Also sah schon toll aus. Wie geht es weiter am Ostsee? Er bietet zunächst ein Naturschauspiel auf Zeit. So wild und ungestört wird er nicht bleiben, wenn das Wasser weiter steigt und die Ufer bebaut und bewohnt sind. Unklar ist, welche Überraschungen der Cottbuser Ostsee noch bereithält. Es bleibt spannend. Am bald größten See Brandenburgs.